Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Tipps und Tricks. Ja, die neue Season 10 ist endlich da. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was es hier vorne gibt. Hier gibt es zum Beispiel: Suche den von Drift besprühten Dörrburger-Kopf, einen Dinosaurier und eine Steinkopfstatue beim Battle Pass Roadtrip. Und das werden wir jetzt als allererstes mal machen. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem. So, das ist natürlich jetzt gleich schon optimal. Das heißt, ich werde jetzt hier oben, hier müsst ihr mal gucken, da ist irgendwo diese Steinstatue und dort werde ich gleich als allererstes landen. Da ist sie. Hier seht ihr sie. So, Landing Spot Nummer 2. Ja, dann nehmen wir doch gleich so wie die Zone, wie die Lane hier ist. Dann nehmen wir uns doch gleich mal die Dinosaurier vor. Die Dinosaurier sind irgendwo hier unten. Da sind die Dinos. Hier müssten sie ungefähr stehen. Da sieht man ihn auch sogar. Da werde ich jetzt landen. So, und da ist leider Gottes auch dieser neue Roboter. Den könnte ich mir dann sogar mal nehmen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nur diese Mission erstmal hier machen. Hier übrigens, jetzt wie man sieht, da dieser Komet, der da einschlägt. Oder kurz vorm Einschlagen ist, die Zeit ist ja angehalten hier in diesem Teil. So. Auf zu den Dinos. Da hinten sieht man ihn auch schön. Guck da. Da haben wir den Triceratops. Da hinten ein T-Rex, das ist ein Diplodocus hier. Beim Diplodocus landen wir jetzt einfach und damit haben wir auch schon diese Aufgabe erledigt. Jo, auf zu Landingspot Nummer 3. Ja, das ist jetzt perfekt. Hier oben ist der Dörrburger. Da werden wir jetzt mal landen. Direkt bei Pleasant müsst ihr nach rechts schauen. Da oben ist hier dieser Hügel und auf dem Hügel ist ein Dörrburger. Von dort aus könnt ihr dann auch gleich mit einem Rift weiterfliegen. Das ist eigentlich optimal. Oh mein Gott, was für Lags, ey. So, einfach nur hier runter zum Dörrburger fliegen und dann haben wir es. So, da hinten ist er. Da ist er. There he is, the Dörrburger. Mit dem Rift drauf jetzt hier. Da noch schnell die Waffe genommen. Falls irgendjemand der Meinung sein sollte, er müsste hierher kommen. So, dann tanzen wir mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Tipps und Tricks mit mir, dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.